Alle Welt da draußen, hier ist der einsame Wanderer, möglicherweise mit etwas Wind, aber ich versuch's mal, mir geht seit Tagen wieder was im Kopf rum. Ich denke, ich habe das sicherlich auch in der einen oder anderen Variante immer mal wieder gesagt, aber mir wird das einfach wieder so ein bisschen klarer in letzter Zeit. Und wenn sowas in meinem Kopf rumspukt, dann will ich das auch vermitteln, wie ich das sehe und eben gucken, was die anderen dazu sagen. Und ja, deshalb gehe ich ein bisschen mit euch spazieren. Ich hoffe, mir wird nicht zu kalt. Der Schnee ist gerade getaut. Also wir haben 8 Grad oder so. Ich versuche es gerade mit dem T-Shirt. Abhärtungstour. So, also was ist mein Thema heute? Eigenverantwortung. Eigenverantwortung und Freiheit. Ich habe oft in letzter Zeit darüber nachgedacht, wenn ich wieder mal auf einer Party wäre wie früher, ob ich den Leuten sage, was ich denke und sie auf ihre Fehler hinweise, wie ich das früher gemacht habe. Denen auch Daten und Fakten an die Hand gebe und denen versuche zu zeigen, guck mal, ihr lauft da in den Krieg rein. Guck mal, du bist verarscht worden bei dem Voldemort, ihr wisst schon. Guck mal, das und das ist bei Zuwanderung. Guck mal die Statistiken. Sowas habe ich ja früher auch gemacht. Das ist dann oft aber auch so ausgegangen, dass dann keine Antwort mehr kam, wenn ich Leuten Statistiken zugeschickt habe. Oder dass ich belächelt wurde. Ja, und die wenigsten, 99%, waren nicht fähig, eine sachliche Diskussion darüber zu führen, mit Daten und Fakten zu argumentieren. Und ein gewisser Teil der Leute ist eben auch so, du bist ein Schwurbler. Also die Frage ist, A, macht das Sinn? Es ist natürlich so, dass ich sagen kann, ja, die laufen in den Krieg rein, das ist ja ganz schrecklich. Habe ich nicht Verantwortung, die darauf hinzuweisen? Ja, sicherlich, aber die Verantwortung liegt nicht nur bei uns. Die Verantwortung für Freiheit liegt bei allen, nicht nur bei uns, sondern auch bei den anderen. Und auch die Verantwortung für Demokratie. Wir leben jetzt in einer Lage, wo die Lügen so groß und so dick sind. Ich sag nur, 25 Rentner wollen einen Systemsturz machen in Deutschland, einen Regierungssturz. Und eine kleine Yacht hat ein paar Leute mit gefälschten Pässen zu Nord Stream rübergeschippert. Die sind da ein bisschen rumgetaucht und haben das Ding gesprengt. Das ist so albern. Das geht an so vielen Stellen überhaupt nicht. Also die Lügen sind so eklatant groß und so offensichtlich, dass man sie sehen muss eigentlich. Die sind so irre dick. Das ist so eine Propaganda. Irgendwer hat gesagt, ja, letztens, also so eine große Lüge quasi wie mit der Yacht da jetzt, das hätte es ja vorher nicht gegeben. Ich habe gedacht, doch. Ne? Der Reichstagssturm oder eben gerade hier die Machtübernahme durch die Reichsbürger. Das ist genauso ein dickes Ding. Ja? Also, wir haben so Fauststücke Lügen, die so offensichtlich sind, dass man sagen muss, da ist also auch eine Eigenverantwortung. Wer in Demokratie leben will, muss sich auch selber drum kümmern. Und wer das nicht erkennen kann, weil er so gebrainwashed ist, der hat die Fähigkeit für Demokratie gar nicht. Jetzt kann ich natürlich versuchen, missionarisch dahin zu gehen, denen das beizubringen. Die sind aber so geframed, die Leute, die sperren sich dann dagegen. Die werden in eine Abwehrhaltung gehen. Na, das nennt sich Reaktanz. Wenn die das Gefühl haben, du beschneidest deren Souveränität, gehen die in die Abwehrhaltung. Das ist ganz normal, Marketing-Ding. Das gilt auch hier. Und dieses Missionarische wird auf wenig Gegenliebe stoßen. Im Gegenteil, man wird uns als Schwurbler, als Idioten verachten. Selbst wenn die Wahrheit kommt, die Leute weigern sich, sie anzuerkennen. Siehe die Voldemortisierung. Ja, diese Voldemort-Geschichte, da sind ja ganz viele Dinge, die jetzt aufpoppen. Wer in der Pflege arbeitet, sieht auch ganz viele Dinge, die da passieren. Aber die Leute wollen ihre Augen davor verschließen. Sie wollen es nicht sehen. Sie wollen nicht die eigenen Fehler anerkennen. Dazu zitiere ich jemanden. Wie war das nochmal? Nee, ich krieg's nicht mehr. Der einbetonierte Fehler oder so. Ich krieg's nicht mehr hin. Also das Verharren im einbetonierten Fehler oder irgendwie sowas. Also egal, so in die Richtung geht das halt eben. Das kann man sagen, ist ja schlimm und die Leute laufen in den Krieg rein. Es wird ganz furchtbar, ja. Aber der Punkt ist halt, ich bin nicht deren Mutter und ihr auch nicht. Und natürlich reißt uns das mit rein, das ist das Problem. Aber die Leute müssen auch in die Eigenverantwortung gehen. Wenn die nicht fähig sind, solche Lügen zu erkennen oder nicht willens sind, sich für Demokratie einzusetzen, Freiheit, nicht willens sind, Eigenverantwortung zu übernehmen, dann haben sie Demokratie und Freiheit nicht verdient. Sie sind dann evolutorisch auch gar nicht fähig dafür. Und wir können nicht die Mutter spielen,
die immer versucht, die anderen zu retten. Nee, die müssen selber in die Eigenverantwortung und die Freiheit gehen. Sonst funktioniert Demokratie und Freiheit nicht. Das ist einfach mal ein Grundprinzip. Und daran können wir nicht rütteln. Das heißt, unser missionarischer Einsatz mag gut gemeint sein, führt aber auf den falschen Weg. Weil wenn wir das tun, dann nehmen wir ihnen eigentlich so ein bisschen die Chance, selber in die Entwicklung zu gehen. Denn durch Schaden wird man klug eventuell oder auch tot, je nachdem. Und wenn wir jetzt missionarisch vorangehen und versuchen, den Leuten das zu erklären, auch wenn wir es gut gemeint haben, dann haben wir zwei Sachen. Einmal die Reaktanz und Ex-Ken Jebsen, ich vergesse den Namen immer, den er jetzt hat, Kaiwan irgendwas, der hat gesagt, du kannst niemanden retten, der die Käfigtür von innen zuhält. Das ist genau der Punkt, das ist der erste. Na, also du wirst Reaktanz hervorrufen und die Leute werden in die Abwehrhaltung gehen. Und das zweite ist, nehmen wir an, wir überzeugen die und die glauben uns. Dann hören die statt der Medien auf uns jetzt, auf wen anders. Das heißt, die Leute haben den Schritt in die Freiheit immer noch nicht gemacht. Die haben den Schritt in die Eigenverantwortung immer noch nicht gemacht. Wir haben ihnen ja quasi schon fast die Möglichkeit dazu genommen, indem wir sie so beeinflusst haben, dass sie auf uns hören, selber in die Eigenverantwortung zu gehen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, was ich sage. Aber dieses Missionieren ist halt die Frage, macht das überhaupt Sinn? Weil wie gesagt, am Ende muss ich, wenn ich Freiheit haben will und Demokratie, dann muss ich dafür was tun und in die Eigenverantwortung gehen. Und wenn ich jetzt auf einer Party wäre und würde sagen, ja, das stimmt ja gar nicht, und Leute würde sagen, beweis es, dann würde ich heute sagen, nee, mach ich nicht. Ihr wollt Demokratie, ihr wollt Freiheit, ihr müsst euch selber darum kümmern. Ich hab's euch jetzt gesagt, recherchiert selber. Ich mache doch nicht eure Arbeit. Ich mache doch nicht eure Arbeit. Deshalb mache ich auch oft übrigens keinen Link unter meine Videos zu dem Artikel. Kann jeder selber recherchieren. Ich bin doch nicht die Nanny für alle anderen, in Anführungsstrichen, dass ich auf einer Party den Leuten die Welt erklären muss. Die müssen selber ihren Arsch hochkriegen, die müssen selber nachdenken, die müssen selber recherchieren. Und du kommst grundsätzlich auf einer Party oder wo auch immer du solche Diskussionen anfängst, immer zu dem Punkt, dass Leute sagen, das glaube ich ja gar nicht, beweise mir das. Und das sage ich, nee, ich muss dir das nicht beweisen. Ich habe dir jetzt gesagt, eine alternative Sichtweise, und die sollte dich aufmerksam machen, weil ich weise dich auf eine Gefahr hin, und du solltest dich jetzt selber drum kümmern. Du musst recherchieren, du musst in die Verantwortung gehen, du musst den Arsch hochkriegen, du musst dich drum kümmern, wenn du Demokratie richtig ernst nehmen willst. Wenn du das nicht tust, dann bist du nicht demokratiefähig. Und dann bist du auch nicht freiheitsfähig. Und dann sagt die Evolution vielleicht auch, okay, die Schwachen gehen halt unter. So hart wie das klingen mag, aber du kannst es nicht missionarisch machen. Entweder die Leute kriegen es selber gebacken und kommen raus und gehen ein bisschen mehr in die Aufklärung, oder es wird immer wieder das Gleiche sein. Es wird sich niemals etwas ändern. Und genau das haben wir seit Jahrhunderten. Es ändert sich nichts. Es ändert sich nichts, weil die Leute nicht selber in die Freiheit gehen. Und wir werden das nicht ändern, indem wir sie missionieren. In Anführungsstrichen. Wir können darauf hinweisen, aber im Endeffekt, die laufen selber durch ihr Leben. Und Freiheit bedeutet, die Vorzüge zu genießen. Freiheit bedeutet aber auch, Fehler machen zu dürfen. Und so hart wie das ist, vielleicht müssen die Leute dann in den Weltkrieg laufen, wenn sie zu doof sind und es nicht raffen. Vielleicht lernen sie es dann ja mal. Es ist zwar eine sehr harte Ansicht, die ich da habe. Aber was soll man machen? Wir reden uns seit Jahren den Mund fusselig. Die Leute belächeln dich nur. Sie wollen sich. Sie werden natürlich gebrainwashed ohne Ende durch die Medien. Aber wir sind ja aufgewacht. Also wenn die diese Fähigkeit nicht haben zur Freiheit, dann haben sie die Freiheit vielleicht auch nicht verdient. Das sind jetzt sicherlich harte Worte. Aber wie gesagt, wenn wir es hinkriegen, dass wir uns einfach glauben, den anderen nicht, haben wir nichts gewonnen. Weil wir immer noch in der gleichen Sache laufen wie vorher. Die Masse hört irgendwem zu, dem sie glaubt. Und sie bewegt ihr Hirn selber nicht. Und die Erwartungshaltung, dass es mit Freiheit und Demokratie funktioniert, ist vielleicht auch zu hoch gegriffen. Vielleicht ist der Mensch einfach nicht fähig dafür. So wie wir evolutionär ticken, dass wir Herdentiere sind etc., vielleicht ist der Mensch für Demokratie gar nicht fähig und für echte Freiheit. Und nur die wenigsten. Die Frage stelle ich mal in den Raum. Das ist eine sehr provokante Frage. Ihr wisst ja, dass ich gerne Demokratie hätte. Richtige. Ich hätte gerne auch eine Volksabstimmung etc. Aber ich muss sagen, ich muss mir auch die Frage stellen bei dieser Sache, wären meine Landsleute überhaupt fähig, eine Volksabstimmung durchzuführen? Also wären sie von der geistigen Kapazität her fähig dazu?
Ich glaube, ich kann mir die Frage beantworten. Muss sich jeder selbst beantworten, die Frage. Also von daher, Freiheit gibt es wahrscheinlich nur mit Eigenverantwortung. Und das bedeutet wahrscheinlich, dass wir als Menschheit entweder einen evolutionären Sprung machen müssen, einen geistigen Entwicklungssprung. Wir haben die Aufklärung gehabt, es ist alles gesagt dazu. Ja, Kant etc., es ist alles gesagt, wie es funktioniert. Wenn die Leute das nicht hinkriegen und diesen evolutionären Sprung nicht schaffen, dann sind sie offensichtlich nicht fähig für Freiheit und Demokratie. Und dann müssen sie mit den Folgen leben. Aber leider müssen wir auch damit leben, das ist das Problem. Ich gucke mir das jetzt aus einer gewissen Distanz halt an, natürlich auch. Und das schafft auch so ein bisschen manchmal Klarheit im Kopf für mich, die Dinge mal aus einer Distanz zu sehen, wenn man nicht mehr direkt drin steckt. Und im Augenblick, gerade jetzt, habe ich mal die Chance, ich bin jetzt gerade nicht in Deutschland. Das mag sich relativ schnell wieder ändern, aber jetzt heute bin ich mal raus und habe ein bisschen die Klarheit, darüber nachzudenken. Und ich dachte, ich teile euch einfach diese Gedanken mal mit. Also Freiheit und Demokratie gibt es nur, wenn die Leute in die Eigenverantwortung gehen. Und wenn wir sie versuchen zu missionieren, dann ist das vielleicht gar nicht der richtige Weg. In Anführungsstrichen, ich stelle das nicht als negativ dar. Missionieren ist ja jetzt vielleicht ein hartes Wort. Ich sage nicht, dass wir alle missionieren wollen. Aber natürlich haben wir als Aufklärer versucht, den Leuten alternative Sichtweisen mitzugeben. Ja, missionieren ist vielleicht das falsche Wort. Ja, also sondern Informationen zu streuen, sie zum Nachdenken anzuregen. Und wenn das eben nicht klappt und die Leute einfach so sind, dann müssen sie eben in den Voldemort reinlaufen. Das tun sie auch gerade massiv. Ich kriege eine Menge mit von Pflegekräften. Da werden ganz viele voldemortisiert. Und es ist auch klar zu sehen, man sieht doch die Zahlen, aber natürlich sperren sich viele Pflegekräfte, das zu sehen. Sie müssen sonst ihren eigenen Fehler erkennen und sie müssen sonst auch erkennen, dass sie selber erwischen kann. Ja, das war so ein kurzes Video zum Thema Eigenverantwortung. Bleibt mir gewogen. Wir sehen uns bald wieder. Auf bald, euer Wanderer.